So, liebe Gäste, wir freuen uns heute auf was ganz Besonderes, exklusiv präsentiert heute von Harting, unserem Premium-Sponsor, einer der Premium-Sponsoren beim Freeway Cup 2015, nämlich der Einlagekick. Es geht um das Thema Ausbildung. Unter anderem, wir möchten euch präsentieren zwei junge Mannschaften, nämlich die Azubis im Duell gegeneinander, und zwar Harting zu meiner Rechten und Mittwald CM Service zu meiner Linken. Das sind nämlich Christian von Mittwald und Richie von der Firma Harting, von Unternehmensgruppe Harting, zwei Firmen, denen die das Thema Ausbildung ganz groß geschrieben wird, die ganz viele junge Leute, motivierte junge Leute suchen und auch fördern und weiterentwickeln. Heute spielt ihr, Richie, schon ein bisschen nervös vor der großen Kulisse? Eher weniger. Ich habe bereits schon in der Münchkreisauswahl hier vor 4 Jahren gespielt, also ist quasi mein zweites Mal hier. Und nervös ist man immer, aber ich meine, das ist nur, sag ich mal, Fairplay-Gedanke jetzt. Es geht eigentlich um nichts, aber auf jeden Fall ein bisschen nervös ist man immer. Wie habt ihr euch vorbereitet auf das Spiel gegen Mittwald? Was habt ihr getan im Vorfeld? Wir haben uns 3 Mal in der Rundturnhalle in Espelkamp getroffen, haben da immer 4 gegen 4, 5 gegen 5 gespielt. Und hat man da auch direkt gemerkt, obwohl wir noch nie zusammengespielt haben, dass die Harmonie direkt gestimmt hat. Und bei euch, die Azubis bei Harting, das ist eine verschworene Gemeinschaft. Ihr seid ja viele, ist ja eine große Firma. Bei euch, ja, die Azubis, ihr seid ein gutes Team? Ja, wir sind auf jeden Fall ein gutes Team zusammen. Dann spielen wir mal den Ball rüber zu Christian vom Mittwald. Wie sieht es bei euch aus? Also euer Ausbildungschef, der Rudi Mantler, das ist ja selber ein Kicker vor dem Herrn. Also ich glaube, der brennt. Der hat euch auch richtig heiß gemacht. Auf jeden Fall, aber wir wollen hier auf jeden Fall auch Spaß haben. Und Rudi kann natürlich auch immer ein paar gute Tipps geben, hat ja auch viel Erfahrung gesammelt früher auch. Und ja, bei uns steht aber erstmal im Vordergrund einfach hier einen Spaß haben. Wir wollen die Gemeinschaft, die wir mit den Azubis im Arbeitsalltag haben, die wollen wir einfach hier mit in der Halle nehmen und ein gutes Spiel abliefern. Okay, und jetzt kannst du natürlich nochmal richtig eine Kampfansage machen, hier quer über den Tisch zum Richie und sagen, okay, im Espelkamper Azubi-Duell, euch ziehen wir gleich das Fell über die Ohren, meine Freunde. Jetzt geht's los. Ja, also wir wollen hier eigentlich nur Hauptsache erstmal Spaß haben. Das ist bei uns die Hauptsache. Wir nehmen gerne die Rolle als Underdog an hier, okay, und spielen den Ball erstmal gerne rüber zu Harting. Underdog ist die Firma Mittwald CM Service. Jetzt ist die Favoritenrolle bei euch bei Harting. Richie, wie gehst du damit um? Ganz positiv. Also ich sehe das auch so wie er. Es geht heute locker weg. Also das wird auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel, denke ich. Habt ihr Mädels dabei? Habt ihr Mädels neu am Team oder ist es reine Männermannschaft? Nee, wir haben sogar eine Frau dabei. Okay. Ihr auch? Okay. Ja, 3 Frauen haben wir heute dabei. Das heißt also, die sind auch fußballbegeistert. Okay, gemischte Mannschaften bei euch auch. Und ihr seid der Favorit und ihr wollt gleich richtig mal aufziehen, ne? Ja, natürlich. Okay, wir freuen uns drauf. Präsentiert von Harting bei uns heute der Einlagespiel. Das Einlagespiel zwischen den Ausbildungsteams, zwischen Azubi-Teams von Harting und Mittwald CM-Service. Wir freuen uns drauf. Und man kann es natürlich auch nachlesen bei uns im Turniermagazin. Ausbildung wird in beiden Unternehmen ganz, ganz groß geschrieben. Dankeschön an Richie und Dankeschön an Christian. Vielen Euch Dank. Sehen wir gleich wieder. Und jetzt auf dem Parkett bei uns Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg. Viel Spaß.